Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Let's go! Texas DLC. Fick mich ins Klo, was? Lass uns loslegen. Roadwork ahead? Ernsthaft? So was gibt's auch bei so einer Schwerin-Mission? Ja, okay. Please don't kill me, I guess. Ah, zum Glück ganz weit offen. Okay. Bitte links halten. Immer noch 500 Meilen vor uns, ey. Heieieiei. Diese Schwellentransporter-Mission brauchen so unendlich ewig. Wenn ich im Echt sowas machen würde, würde ich erstmal die Zeitung rausholen und erstmal in die Zeitung lesen. Das kann ich ja nicht annehmen. Oder besser, eigentlich, ich bin ja ein moderner Mensch. Wenn ich im LKW sitzen würde und ein LKW fahren würde, würde ich erstmal mein Handy rausnehmen und auf YouTube Let's Plays von ATS gucken. So nämlich. Übrigens, ich höre immer wieder von ganz vielen anderen YouTuber, dass halt irgendwie kaum einer sich seine eigenen Videos anguckt. Oder halt seine eigenen Videos geben kann. Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, entweder machen die ganzen YouTuber alle Content, die ihnen selber gar nicht so gefällt. Was ein bisschen schade wäre, so. Aber ich persönlich, also ich kann mir auch voll mein eigenes Content geben. Also privat gucke ich zum Beispiel auch mein Creative Server, mein Test Let's Play. Gucke ich mir selber an, von mir. Und auch meine ETS und ATS-Videos laufen zum Beispiel bei mir auf Arbeit, nebenbei, im Büro. Ne? Immer wenn ich gerade nichts aktiv zu tun habe, gucke ich einfach zu dem Fernseher rüber und habe ein bisschen Unterhaltung. Halt die Videos. Easy. Tja, aber dazu muss man halt auch zu sich selber stehen und das machen, was einem gefällt. Und nicht das, was einem irgendein YouTube-Logarithmus oder irgendwelche Werbepartner vorgaukeln. Oder wovon man sich den meisten Gewinn erhofft, oder I don't know. Was da so die Beweggründe sind.
Problem ist immer bei den LKWs, wenn wir jetzt überholen und dann gleich wieder nach rechts ziehen. Bei den LKWs bremst dann ja immer unser Vorfahrzeug da. So hässlich ab, ne? Ja, oder auch nicht. Wie geht das eigentlich? Wir brauchen noch 9 Stunden, müssen aber in 7 Stunden spätestens eine Pause machen. Aber wir fahren doch die ganze Zeit am Limit. Also ist ja nicht mehr irgendwie so, dass wir, weiß nicht, besonders langsam vorankommen oder sowas, sondern wir fahren die ganze Zeit so schnell, wie wir dürfen. Verstehe ich gerade nicht wirklich. Bitte links halten. Links hat sie gesagt. Ist die Straße gleich mal abgesperrt? Normalerweise ist da doch immer Polizeifahrzeug. Irgendwie sieht gerade alles komisch. Kann sein, dass ich, als ich das Spiel beendet hatte und dann geladen hatte, irgendwie dabei die Mission wieder abgekackt ist. Wer weiß.
Außer mitten in der Fahrbahn. Damn, Daniel. Also, dass so keine Büsche vorher geguckt haben, gerade so an den Straßenrändern. Haben wir schon öfters gesehen. Aber dass er gleich die ganze Baumbüsche durch die Fahrbahn guckt. Ah, schon ganz schön. Ja. Nicht so geil. Ich meine, bei der Restzeit, ne? Ich meine, wir haben über 50 Stunden Restzeit. Wir können wirklich voll geil einfach irgendwo Pause machen, aber... Wie gesagt, wir dürfen ja die Formation nicht verlassen. Oder gibt es jetzt mittlerweile auch Raststätten, die man in der Schwerlasttransporter-Mission anfährt? Das wäre natürlich richtig sick. Vorne kommt, glaube ich, noch Raststätte, oder? Ah, ne, ist nur ein Exit. Hm. Oh, jo. Oh, hier geht's schon bergab. Besser. Jetzt war ja der linke Bildschirm ganz schön hell. Aber gut. Wobei hat sich ja in Maltes, glaube ich, immer den Trick genommen, dass ich dann einfach eine Terminal geöffnet habe, rübergelegt habe und den etwas transparent gemacht habe, weil ich quasi den Ordnerinhalt gesehen habe, aber der Bildschirm relativ dunkel war. Tricks, die nur unter Linux gehen. Ohne weiteres. Es gibt auch unter Windows Tools, mit denen du Fenster semi-transparent machen kannst. Ja, aber Linux kannst du halt von Hause aus. Die Differenz wird immer größer. Ja, jetzt
Jetzt haben wir schon fast eine Differenz von 3 Stunden. Wie soll das funktionieren? Bin ich mal gespannt. Aber spätestens 3 Stunden wird unser Bett wieder rot. Und dann ist wieder Alarm. Aber die Gegend sieht schon geil aus. Mittlerweile nachts zu fahren ist halt echt schnieke. Sieht nachts alles so gut aus. Schrobobob, Schrobobob. Ob ich nicht verstehe, warum bei den Rückspülen immer alles so anders aussieht. Erstens ist das Gras dort richtig knallig grün. Zweitens ist es auch einfach insgesamt heller. Schon sehr abstrakt. Guck mal, da ist wieder ein Pulsheaver, der ist absperrt. Achso, weil die Spur hier direkt in die Fahrbahn reingeht. Aber vielleicht deswegen. Und eben vorhin, als der Lecker wieder kam, war es ja dann eine separate Spur. Sprich, also eine, wo der LKW uns nicht gefährlich wurde, wahrscheinlich deswegen. Okay. Ich meine, ich glaube, ein bisschen Slow können wir ja mal fahren, ne? Also, da geht ja irgendwie so ein bisschen Toleranz immer. Gut, wie stabil ist jetzt gerade im Auto? Jetzt 41, jetzt 40, jetzt 41. Ah, ne. Wird sofort kleiner. Aber ich glaube mal, wenn ich 42 fahren muss, könnte es vielleicht sogar klappen. Ja, 42 scheint zu gehen. Tatsächlich? Oh. Wow. Das hatte ich noch nie gehabt. In der Schwerlastmission schlafen gehen. Close your eyes. Das hatte ich. Wow! Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist ja. Verpflichtende Ruhepause! Folge dem Begleitfahrzeug zum Rastplatz! Geil! Die Ausfahrt rechts. Das hatte ich noch nie gehabt. Wie geil ist das denn? Jetzt werden wir schnell hinter Schulgebäude gelotst. Und wenn es zusammengeschlagen, damit wir dann ganz friedlich schlafen können. Oder so. Digga, wie cool ist das denn bitte? Biege nach rechts ab. Haha, geil.
das ist mal cool. Haben wir doch extra einen abgefertigten Schlafplatz? Schlafbereich? Biege nach links. Ja, zumindest stehen ein paar Fahrzeuge rum. Ja, auf jeden Fall schon wieder Zuschauer. Wollt ihr mir beim Schlafen zugucken oder was? Wollt ihr da jetzt die ganzen 10 Stunden rumstehen, während ich schlafe? Ernsthaft? So, wie läuft das jetzt ab? Weil das ist hier kein Gebiet, wo ich schlafen kann normalerweise. Ja, der fährt einfach wieder raus. Verstehe ich jetzt nicht? Wird das jetzt gleich einfach das Bett zurückgesetzt oder was? Ey, nochmal! Rechts abbiegen. Junge, hier blinkt alles! Hä, wir haben. Wir haben gar keine Schlafpause gemacht. Ist immer noch 3 Stunden. Und das Auto blockiert mir jetzt alles hier. Hallo? Okay, ich verstehe es gerade nicht ganz. Warum steht das Auto jetzt die ganze Zeit rum? Und warum sind wir jetzt extra hier reingefahren? Aber ich konnte gar nicht schlafen. Weil normalerweise kommt unten dann immer das mit dem drücke E zum Motor abschalten und jetzt pennen, jetzt praktisch ein Pennen, du Affe. Sonst klatscht es. Aber jetzt ist hier gar nichts mehr. So, ich kann wieder weiterfahren, weil das Auto. Noch kann ich. Ja, was anderes machen. Das ist ein bisschen wild. Ich fahre einfach mal dran vorbei. So. Aber ich verstehe jetzt nicht. Wird einfach das Bett zurückgesetzt gleich oder was? Ja, überall Verkehr hier. Bleibt doch mal stehen, Jungs! Ich muss hier lang. Demnächst rechts abbiegen. Also, Bett ist immer noch gefüllt. Biege nach rechts ab. Wow, 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 wow. Ups. Oh, da vorne steht hier unten. Steht schon alle. Geil. Sehr schnieke. Aber ja. Alter, das war gerade eng. Aber wir haben nicht geschlafen, so. Was hat die Aktion jetzt gebracht? Ich verstehe es nicht ganz, Leute. Ah, du hast deine... Ich hab was? Mein vorderes begleitetes Fahrzeug war doch vor mir. Die steht direkt da vor mir. Das, also es fährt aktuell eigentlich, aber jetzt gerade steht, weil ich auch stehe, weil das Spiel steht. Hallo, lad schneller. Okay. Vor allem Wegepunkt Laden ist gut, er hat gerade erst gespeichert. Ja, er hat gerade erst gespeichert. Auf geht's. Dann werden wir also gleich wahrscheinlich einen etwas älteren Speicherstand laden müssen. Oh! Das wird wieder so eine Folge. Das wird wieder so eine Folge. Ah, wenigstens blinkt jetzt nicht mehr. Oh doch, jetzt blinkt er wieder. Okay, sobald ich fahre. Nee, jetzt gerade stehe ich. Aber er blinkt immer noch. Okay, wo ist das andere Begleitfahrzeug? Den Scheiben habe ich ja irgendwie das hintere Begleitfahrzeug verloren.
Achso, das ist da. Oh. Der macht Breakdance, I guess. Okay, 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 Leute. Okay, ich mach das einfach von Pause. Nächste Folge wird wieder so eine Folge. Ich freue mich gar nicht drauf, aber irgendwie auch schon. Irgendwie finde ich sowas immer geil, so privat, aber so im Rahmen eines Let's Plays, da erstmal schon rum zu tüfteln, ich habe ein bisschen Angst vor. Aber ich freue mich auch ein bisschen drauf, aber ich hasse es auch irgendwie ein bisschen. Na, mal schauen. Bis dann.